In unserem heutigen Video geht es darum, wohin eigentlich mit dem Equipment, das ich mitnehme zum Longieren, weil ich es brauche, wenn ich es nicht wirklich brauche. Macht der Satz Sinn? Egal, viel Spaß. So, wir alle kennen das, wir longieren unser Pferd, wir haben eine Longiergerte oder in unserem Fall ein Fähnchen dabei. Und eigentlich muss ich mein Pferd gar nicht konstant vorwärts treiben. Also das heißt, mein Pferd läuft, die Leute stehen ganz oft mit dem Fähnchen da drin, drehen sich mit dem Pferd mit und das übt eigentlich Druck auf mein Pferd aus. So, wenn ich es auf den Boden lege, dann schleift es über den Boden. Habe ich da einen Araber oder irgendeine andere Explosivrasse? Kann auch sein, dass es vielleicht Schwierigkeiten gibt. Ein Fähnchen, eine Longiergerte, was auch immer, gehört bei uns eigentlich gar nicht Richtung Pferd, es sei denn, ich brauche es kurzfristig. Das heißt, unsere Sachen sind immer hinter uns. Ich drehe mich also mit meinem Pferd und habe mein Fähnchen hinter mir. Was jetzt, wenn ich doch antreiben muss oder, keine Ahnung, die Hinterhand rausschubsen muss? Ganz einfach, dann nehme ich meine rechte Hand und sage, hey Pony, ich brauche was von dir und setze es ein. Oder wenn ich es dauerhaft vorn haben möchte, drehe ich die in meiner Hand und sage, hey Ponylein, ich habe die jetzt vorn, Achtung, und habe sie jetzt wieder hinten. Achtung, habe es wieder vorn, zack. Achtung, hab's wieder hinter mir. Achtung, hab's wieder vor mir, zack, und wieder hinter mir. Das ist einfach nur ein Handgriff, den man einstudieren kann. Okay? Ist überhaupt nicht schwierig. Das Gleiche ist natürlich mit einer Longiergerte. Wenn ich meine Longiergerte an meinem Pferd stetig und ständig einsetze, wird mein Pferd früher oder später unter Umständen abstumpfen. Das heißt, ich brauche irgendwann ganz viel von dem Ding, damit mein Pony vorwärts läuft. So, jetzt ist es natürlich dreimal so lang wie mein Fähnchen. Trotzdem, schaut's mal, schupp, habe ich es jetzt hinter mir. Achtung, schwupp, ich habe es jetzt vor mir. Achtung, hinter mir. Achtung, vor mir. Zack. Okay, das ist auch einfach nur Übungssache. Zusätzlich dazu ist es bei uns so, dass wir natürlich nicht direkt ans Pferd kommen und so longieren, logischerweise, sonst bin ich einfach viel zu nah an meinem Pferd und wahrscheinlich auf Höhe des Auges oder des Kopfes, also muss ich sowieso hinter mein Pferd. Bei uns ist es so, wenn wir unsere Gerte oder unsere Longierpeitsche einsetzen, dann, hier ist mein Pferd, da ist der Kopf, da ist der Arsch, in der Regel eine Viertelstunde hinter meinem Pferd. Auch dazu haben wir schon Videos gemacht. Glaube ich, bin mir nicht ganz sicher, aber ich werde das checken. Wenn es noch nichts gibt, machen wir eins. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall viel Spaß beim Üben. Ich zeige euch nochmal diese Handbewegung mit dem Fähnchen, weil die meisten Sachen Stick oder Fähnchen haben. Also, Daumen und Zeigefinger hier, Handgelenk drehen, schwupps, einmal, Daumen und Zeigefinger, zack, nach hinten fallen lassen. Bisschen Schwung, zack, fallen lassen. Bisschen Schwung, zack, fallen lassen. Üben, üben, üben. Ich wünsche euch viel Spaß.